1959. Hier sitzt er noch und dann? Das gesamte Sicherheitssystem zusammengebrochen. Überwachungskameras, elektronische Türsperren, Chip-Lesegeräte, alles. Und 8 Minuten später ist der gute Mann spurlos verschwunden. Komischer Zufall, dass er zur selben Zeit in der Nähe war. Zum tausendsten Mal, es war kein Zufall. Ich war da, weil er das Ende seiner Zeitreise angekündigt hat. Das hören Sie endlich auch mit diesem Zeitreise-Unsinn. Das können Sie in einer Talkshow erzählen, aber nicht uns. Also, zum letzten Mal, wo befindet sich dieser Mann jetzt? Zum letzten Mal? Ich habe keine Ahnung. Haben Sie das Video her? Fahren Sie mal in der Wohnung. Da Sie die einzige Bezugsperson dieses Mannes sind, kein Wunder, oder? In unseren Ohren klingt es wie ein Sabotageaufruf. In dem Forum werden ein Dutzend Politiker anwesend sein. Nur mal raus mit der Sprache. Was haben Sie vor? Ich habe gar nichts vor. Sie sind schon mal auffällig geworden. Wie bitte? Verstoß gegen das Vermummungsverbot. Und Widerstand gegen die Staatsgewalt? Das war vor Ewigkeiten. Das war bei einer Antikriegsdemo. Jetzt wird's doch völlig absurd. Das sag ich gar nichts, Monatsanwalt. Gut. Sie können gehen. Wir brauchen Sie vorerst nicht mehr. Ja, bevor ich's vergesse. Wir haben Ihre Akte weitergeleitet. Ich muss Sie darauf hinweisen, dass der Verfassungsschutz von nun an das Recht hat, Sie zu überwachen. Hey, was ist mit dir? Vollidiot, du machst mich hier total zum Affen. Was ist denn? Wir haben nur ganz nett geredet. Ist sowas von peinlich? Ich hab dir gesagt, du sollst dich wie ein Mensch benehmen. Du haust jetzt ab. Verpiss dich. Ich hab Lust auf dich. Ich aber gerade nicht. Und später vielleicht? Vielleicht? Wie sieht's aus mit dem Kuss? Küssen tut man nur, wenn man verliebt ist. Ich lieb dich ja. Ja, stimmt. Später vielleicht. Hallo. Nee. Sag mal, ist das eigentlich dein Hund, dass es stinkt? Was machst denn du hier? Eine Tussi hat mich gestern Abend... Eine Tussi hat dich gestern Abend hier gefesselt, oder was? Mensch, ich hab dir doch gestern gesagt, ich kann dich hier nicht gebrauchen. Ist mich eben trotzdem da. Das hier ist wichtig für mich. Na los, komm, komm, steig auf. Na, sehe ich nicht gut aus. Mann, du bist so ein Spaß. Geh auf den Arm. Und benimm mich wie ein Mensch, klar? Los, komm.